Ich werde zu mehreren Punkten sprechen. Zuerst mal zu der Krise in Nord- und Südkorea. Die stetige Zuspitzung der Krise auf der koreanischen Halbinsel ist sehr beunruhigt. Niemand von uns kann wirklich ermessen, ob es sich hier um Säbelrasseln eines etwas merkwürdigen Regierungschefs oder Staatschefs handelt oder um ernst gemeinte Drohungen. Das Schlimmste, was auf alle Fälle passieren kann, ist, dass ein Krieg in dieser hochbewaffneten Region ausbricht. Deshalb ist alles zu begrüßen, was zur Lage der Situation beiträgt. Alle sind beraten, hier Ruhe zu bewahren und auch verbal abzurüsten. Wir begrüßen es, dass die Raketenversuche nicht stattfinden. Wir begrüßen es auch, dass die Botschaften nicht abgezogen werden. Wir sind der Meinung, dass diese Region alles gebrauchen kann, nur keine Waffen- und Militärmanöver. Richtig ist es oder wäre es auch, wenn die blockfreien Staaten hier um Vermittlung gebeten werden. Zweitens zur Eurokrise und zur Entwicklung in Portugal. Nach dem Desaster in Zypern wird immer mehr deutlich, dass die Eurokrise keinesfalls ausgestanden ist. Es erscheint immer mehr so, dass ein Feuer ausgetreten ist und das nächste dann schon wieder ausbricht. Das nächste Feuer erleben wir gerade in Portugal, wo es offensichtlich keine Rolle spielt für die Troika, dass hier verfassungsrechtliche Rechte und demokratische Rechte für die Bevölkerung gelten. Immer mehr erweist sich die Krisenpolitik von Frau Merkel und der Troika als Katastrophe und Desaster für ganz Europa. Wir erleben, dass ein Land nach dem anderen in der Peripherie aus dieser Krise nicht mehr herauskommt. Es ist ein ökonomischer Wahnsinn, wenn in die Krise von Europa, und Europa ist in einer großen Krise, wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit und insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit immer mehr zunimmt, wenn in eine solche Krise noch hineingespart wird. Alle geschichtlichen Erfahrungen zeigen, dass die Krise so nur noch mehr vergrößert wird. Die Politik von Frau Merkel und von der Troika ist eine Gefahr für ganz Europa geworden und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis dieses Pulverfass explodiert und bis vielleicht sogar ein Land dem Druck nicht mehr standhält und aus der Eurozone austritt. Wir brauchen dringend ganz andere Schritte für Europa. Das eine ist, dass wir tatsächlich eine europäische Einlagensicherung brauchen. Wir brauchen dringend die Bankenregulierung. Es ist doch langsam die Frage, wie lange kann Europa noch zuschauen, wie sie von den Banken und von den Investmentgesellschaften erpresst wird. Und wir brauchen insbesondere ein Konjunkturprogramm für Europa, das die Massenarbeitslosigkeit bekämpft und den Völkern in Europa wieder eine wirtschaftliche und soziale Zukunft eröffnet. Zu einem Neuanfang dieser Politik gehört auch, dass die politisch Verantwortlichen für das Zypern-Desaster in Verantwortung genommen werden. Dazu gehört unseres Erachtens, dass zum Beispiel der Euro-Gruppenchef Dijsselbloem suspendiert wird.